Ja, hallo. Schön, dass du mal wieder reinschaust. Ich bin schon seit geraumer Zeit daran zu überlegen, was ich als nächstes Video mache. Oder nein, nicht zu überlegen, was ich als nächstes Video mache. Das Thema war mir eigentlich, ist mir eigentlich schon seit 6 Wochen etwa klar. Allein Gedanken, die ich mir dazu gemacht habe. Ich war eigentlich noch lange nicht fertig mit diesen Gedanken, nur irgendwann erwuchs in mir die Erkenntnis, dass wenn ich dieses ganze Thema komplett durchdenke, was ich hier jetzt zum Besten bringen will, bis ich damit fertig bin, ich glaube, dann wird es keiner mehr hören wollen. Deswegen mache ich es jetzt. Worum geht es? Es geht um das Thema 2012. Ja, 2012. Was meine ich damit? 2012, ich meine damit nicht die nächsten Lottozahlen. Nein, Ende des Maya-Kalenders. Und das, was damit an Ereignissen uns in Aussicht gestellt wird. Ja, was haben wir da alles an Dingen, die uns in Aussicht gestellt haben? Hier, wie heißt der Wolfgang Emmerich? Vorname weiß ich nicht, ob er jetzt richtig war. Von dem gab es den Film Apokalypse 2012 oder 2012 Apokalypse oder so ähnlich mit diesen herrlichen Weltuntergangsszenarien. Also ich habe ihn selber bisher noch nicht gesehen, habe aber gehört, dass er wohl ein wirklich fantastischer Film sein soll mit tollen Effekten. Klar, er ist ja von den entsprechenden Kräften finanziert worden, mit entsprechenden Geldern. Die angeblich hat die CIA da ihre Finger mit im Spiel gehabt. Ja, es gibt Prophezeiungen, kann man dann zum Beispiel nachlesen im Internet auf den Seiten von Zeta Talk. Entschuldigung. Dort ist dann die Rede von einem Polsprung, der stattfinden soll. Um genau zu sein, es soll dabei zu einem sogenannten Mantle Slip auf der Erde kommen. Das heißt, die Erdoberfläche soll sich um etwa 90 Grad verdrehen, in der Art, dass also das, was bei uns heute Westen ist, dann Norden sein würde. Die Erde soll nach den Aussagen der Zetas, Deutschland soll nach den Aussagen der Zetas dann in subtropische Klimazonen rutschen. Ich persönlich hätte da nichts dagegen, mir ist es hier eigentlich eher etwas zu kühl. Gut, kleiner Scherz am Rande. Wobei es mir tatsächlich, ich würde lieber wärmer wohnen. Ja, des Weiteren gäbe es dann noch die Prophezeiungen von Herrn Irlmeier, Alois Irlmeier, kannst du auch gerne mal im Internet recherchieren. Der hat einen Dritten Weltkrieg uns prophezeit, der auch sehr verheerend über Europa hinwegfegen würde. Dazu nur als Hinweis, die Amerikaner sind ja nun schon seit einigen Jahren schon ganz fleißig daran am Basteln, diesen Weltkrieg endlich mal in Gange zu bekommen. Zum Glück ist es ihnen bisher nicht gelungen. Sie können aber, glaube ich, ganz froh drum sein, denn die Aussicht auf einen dritten Weltkrieg ist alles andere als rosig, wenn er tatsächlich käme, denn die Amerikaner haben schlicht und ergreifend kein Geld mehr, um sich einen konventionellen Krieg leisten zu können. Und was die Alternative zu einem konventionellen Weltkrieg ist, das kannst du dir selber ausmalen. Das wollen wir wirklich nicht haben. Was haben wir noch? Wir haben Prophezeiungen von Jakob Lorber. Auch Channelings. Der redet davon, dass, wenn es soweit sei, es zu 3 Tagen Dunkelheit käme und glühende Gesteinsbrocken, groß wie Kinderköpfe, sollten auf die Erde fallen und überall Feuer verursachen. Ich hoffe, ich habe das jetzt alles richtig zusammengekriegt.
Kannst du auch im Internet gerne mal nachrecherchieren, Jakob Lorber. Wobei ich in dem Zusammenhang jetzt mit Zeta Talk und Jakob Lorber mal ganz kurz auf das Thema mit Channelings eingehen will, denn sowohl auf Zeta Talk geht es um oder werden Channelings, sogenannte Durchgaben, wiedergegeben, wie auch die Texte von Jakob Lorber Channelings sind. Ich persönlich halte die Durchgaben auf Zeta Talk von diesen Zetas, das sind Außerirdische, da bin ich mir nicht so ganz sicher, wie glaubwürdig die sind. Das Problem an solchen Channelings ist immer, heutzutage gibt es jede Menge Leute, die channeln und ich habe auf einem, in einem esoterischen Diskussionsforum auch schon Werbung mal gepostet gesehen. Werbung, wo jemand dafür wirbt, dass man bei ihm ein Wochenendseminar macht und dabei channeln lernt. Ja? Wenn ich mir vorstelle, dass es Leute gibt, die sich sagen, ey, wenn ich channeln lerne, dann kann ich was bieten, was kein anderer zu bieten hat. Ja? Dann kann ich mich ein bisschen profilieren. Ja? Wenn solche Leute in solche Seminare gehen, dann bin ich persönlich mir nicht sicher, ob wen die bei ihren Channelings am anderen Ende der Telefonleitung haben. Ja? Ob die Leute, die sie da am anderen Ende der Telefonleitung haben, wirklich diejenigen sind, die sie vorgeben zu sein. Und vor allem die Ziele haben, die Intentionen haben, die sie vorgeben zu haben. Bei Jakob Lorber, den halte ich persönlich für recht zuverlässig oder recht glaubwürdig, denn es gibt einige Berichte von ihm was Zeitgenossen von ihm berichtet haben über seine Arbeitsweise und über seine Persönlichkeit. Und er war ein ganz bescheidener Mann, hat sich selber als Schreibknecht Gottes bezeichnet. Und es gibt noch ein paar andere Hinweise, die mir seine Channelings als sehr glaubwürdig erscheinen lassen. Ja, diese ganzen Horrorszenarien. Noch eines fällt mir ein zu den Horrorszenarien. Letztes Jahr, 2010, kam im November ein Film in die Kinos. Ich habe ihn leider nicht gesehen. Bin jetzt vor einigen Tagen auf den Trailer zu diesem Film aufmerksam gemacht worden. Der Film heißt Die kommenden Tage. Und es ging in diesem Film, wie gesagt, vor knapp einem Jahr in die Kinos gekommen, ging es um das Szenario, in Deutschland droht der komplette Zusammenbruch wirtschaftlich und gesellschaftlich, bürgerkriegsähnliche Zustände, und eben eine Familie, die sich da irgendwie durchwurstelt. Was ist daran komisch? Nun, komisch daran ist, dass Filme gerne benutzt werden, um uns gewisse Bilder in den Kopf einzupflanzen. Ja? Daher auch meine Erwähnung dieses Films vom Emmerich mit der Apokalypse. Ja? Es wird sowohl in diesem Emmerich-Film wie auch in dem Film Die kommenden Tage werden uns diese entsprechenden Bilder so regelrecht eingepflanzt. Ja? Und nur derjenige, dem das bewusst ist, dass solche Manipulationen durchgeführt werden, nur derjenige hat eine Chance, das auch zu merken. Ja? Dass da irgendwas ist, was nicht unbedingt so kommen muss. Warum muss es nicht unbedingt so kommen? Ich bin überzeugt davon, dass diese ganzen Chaos-Szenarien gar nicht zwangsläufig so kommen müssen. Schon alleine deswegen stellen wir uns einmal vor, die Menschheit wäre schon nicht erst durch den 11.09.2001 langsam zum Aufwachen gekommen. Ja, denn diese Anschläge vom 11. September 2001
so furchtbar sie auch sind, mit um die 3000 Toten, was nun wirklich nicht sein muss, diese 3000 Tote haben in meinen Augen ihr Leben nicht umsonst gelassen, sondern sie haben durch ihren Tod dazu beigetragen, dass eine ganze Menge Menschen aufgewacht sind und inzwischen mehr und mehr merken, was hier alles gespielt wird, was hier für Lügen laufen. Ja? Da hat sie eine Menge getan. Ich selber bin ja, befasse mich also mit diesen ganzen Themen so rund um Verschwörungstheorien und so weiter, befasse ich mich seit ca. 1995. Und damals, also war es unmöglich, über solche Themen mit jemandem zu reden. Heute stelle ich fest, dass man mit vielen Menschen bereits ganz offen darüber reden kann und ich dabei auch feststelle, die Leute wissen was darüber. Ja? Die Leute haben sich selber auch schon informiert. Ja? Von daher, es tut sich wirklich ganz gewaltig was, ja, in unserer Gesellschaft, in unserem Bewusstsein, in dem Bewusstsein der Menschen. Ja? Und das ist natürlich eine sehr wertvolle Geschichte. Wenn wir es schaffen, bis zu dem Termin, den die Schöpfung für uns vorgesehen hat. Ich bin überzeugt davon, es gibt eine wie so eine Art Deadline. So eine Art, ja, es ist jüngstes Gericht vielleicht, ja, würde das vielleicht am ehesten treffen, wo dann wirklich einfach die Spreu vom Weizen getrennt wird. Das heißt, alle, die bis dahin aufgewacht sein werden, werden weiterkommen können und mit den anderen wird irgendetwas anderes geschehen. Ja? Ich bin überzeugt davon, je mehr Menschen aufwachen werden bis dahin, desto weniger werden solche großen Kataklysmen, bei denen viele Menschen umkommen, uns erspart bleiben. Was dafür spricht, dass so etwas passiert, oder was auch dafür spricht, dass solche Großereignisse wie Riesen, Erdbeben, Flutwellen etc. Oh, Flutwelle, hatte ich vergessen im Zusammenhang mit den Cetas zu erwähnen. Bei den Cetas ist zum Beispiel auch die Rede, in Verbindung mit diesem Mantle Slip, auch die Rede von einer Flutwelle 400 Meter hoch, die für eine längere Zeit, ich weiß es jetzt nicht mehr, weil es ist schon länger her, dass ich das nachgelesen hatte, mehrere Monate oder Jahre stehen bleiben wird. Und dann soll das Ganze um 200 Meter wieder absinken. Das heißt, wir würden dann hier einen 200 Meter höheren Meeresspiegel haben. Und jetzt überlege ich mal, 200 Meter, das würde bedeuten, für uns in Eisenach beispielsweise hier, würde das bedeuten, dass wir dann nur noch, wenn wir hier im Tal in Eisenach wohnen, dann nur noch 60 Meter über Meeresspiegel lägen. Denn wir liegen jetzt auf 260 Meter. Und dann überleg mal, wie weit von Eisenach, guck dir die Karte an, wie weit von Eisenach auch entfernt das Meer liegt. Ja? Also da würden durch solche Flutwellen mit Sicherheit große Mengen Menschen umkommen. Und vor allem, wenn das Ganze auf 400 Meter steigt, dann sind weite Gebiete Nordbayerns auch noch unter Wasser. Also nicht zu verachten, wenn sowas tatsächlich passieren würde. Ich möchte aber auf keinen Fall diese Ängste hier schüren, denn wir sind ja unser Bewusstsein, unsere Gedanken bilden ja eine Rückkopplung zur Erde, eine Rückkopplung zum Sonnensystem, eine Rückkopplung zum ganzen Kosmos. Ja? Und wir werden mit dem, was wir denken und mit dem, wo unsere geistigen Energien hingehen, werden wir einen großen Einfluss darauf haben, was tatsächlich passiert. Ja? Das heißt, wenn wir davor Angst haben, dann wird es passieren. Das ist das, worauf ich dabei hinaus will.
Davon abgesehen macht es auch gar keinen Sinn, davor Angst zu haben, denn wenn es tatsächlich so kommt, ja, dann wird derjenige, der davor Angst hat, der wird, also andersherum gesagt, wenn es tatsächlich kommt zu solchen Kataklysmen, dann werden wir zu dem Zeitpunkt, wo so etwas passiert, jeder einzelne von uns genau dort stehen, wo es die Schöpfung für uns vorgesehen hat. Ja? Und es besteht die sehr, sehr große Gefahr, ich bin schwer überzeugt davon, dass derjenige, der vor solchen Kataklysmen jetzt eine Wahnsinnsangst hat und sich Bunker baut, um zu überleben und Vorräte anlegt und sonst was alles. Hey, das wird nicht funktionieren. Ja? Ein Bunker ist vielleicht gar nicht so falsch, aber ganz ehrlich, ich habe keinen. Die andere Seite ist die, dass derjenige, der keine Angst hat, sondern mit einem ausreichenden Gottvertrauen in solch eine Situation hineingehen wird, denjenigen wird der Schöpfer, Gott oder wie auch immer wir ihn nennen wollen, die Intuition, unser Herz, dorthin leiten, wo er sicher sein wird. Ja. Es gibt noch eine interessante, mir fehlt im Moment die Überleitung dazu, es gibt noch eine interessante Geschichte. Es gibt in Indien oder gab, er ist inzwischen verstorben, einen sehr interessanten Yogi namens Sri Aurobindo. Der hat über dieses neue Zeitalter, was über uns hereinbrechen wird, wahrscheinlich bald, gesagt, dass diejenigen, die bereit sein werden, dieses Bewusstsein, dieses höhere Bewusstsein, wenn es auf uns herabkommt, anzunehmen, diejenigen werden überleben. Ja? Diejenigen werden in ein höheres Bewusstsein aufsteigen. Er nennt das transzendentales Bewusstsein. Und die anderen, die werden in einer Art, nach seinen Aussagen, in einer Art tierähnliches Bewusstsein zurückfallen. Das heißt, sie werden dann friedlich im Einklang mit der Natur leben und einfach nicht mehr in der Lage sein, irgendwelchen Mist zu bauen. Und ich meine, hey, Entschuldigung, Mist haben wir hier genug gebaut in den letzten Jahrtausenden. Schaut euch das ganze Chaos an, was wir hier veranstaltet haben mit Umweltverschmutzung und wie wir mit uns selber gegenseitig umgehen. Eins ist Fakt für mich. So, wie es momentan läuft, kann es auf keinen Fall weitergehen. Da wird auf jeden Fall etwas passieren. Und noch eines ist in dem Zusammenhang Fakt. Den ganzen Mist, den wir hier im Moment um uns herum liegen haben, den haben wir uns eingebrockt durch unsere Art, wie wir denken und wie wir handeln. Und wir werden nicht in der Lage sein, niemals werden wir in der Lage sein, den ganzen Misthaufen wieder aufzuräumen, indem wir mit dem Denken und Handeln, was wir momentan haben, das wieder in Ordnung zu bringen versuchen. Das kann nicht funktionieren. Ja? Also allein von daher ist mir schon mal sonnenklar, da muss irgendwas Neues, Großes passieren. Ja? Was genau kommen wird und wie, keine Ahnung. Oder ja, ein paar Vorstellungen gibt es schon. Aber ob das alles so stimmt, was da kommen könnte, also jetzt, was bei uns die Veränderungen verursachen könnte, ja, keiner weiß es bisher, glaube ich, so genau. Ich habe auf jeden Fall große Hoffnung und wie gesagt, die Tatsache, dass immer mehr Leute immer weiter aufwachen, lässt in mir doch sehr stark die Hoffnung keimen, dass wir die Kurve kratzen werden und dass auf jeden Fall auch genug überleben werden, um hier weiterzumachen, egal was da kommt. Ja. In diesem Sinne, Kopf hoch, schau, dass du deine Mitte findest. Wir sollten dringend alle ganz tief in uns hineinlauschen. Ja.
Und wir sollten vor allem, auch ein ganz wichtiger Faktor, wir sollten auf jeden Fall langsam mal beginnen zu erkennen, wenigstens mal zu merken, dass wir, wie stark wir beeinflusst werden, ja, von gewissen Mächten beeinflusst werden, die nichts anderes im Sinne haben, als uns zu trennen. Ja, wir haben überall diese Trennung. Wir haben die Trennung in Entwicklungsländer und Industrieländer. Ja. Die einen sind die Bösen, die anderen die Guten, und das wechselt je nachdem, wie man es von welcher Seite man aus das betrachtet. Ja. Wir haben die Trennung in Schwarze und in Weiße. Wir haben die Trennung in Christen und in Moslems und in Buddhisten und in weiß nicht noch was alles. Wir haben die Trennung in Bayern-Fans und Schalke 04-Fans und Heavy-Metal-Fans und Hip-Hopper, und ja, du verstehst, worauf ich raus will. Das ist etwas. Noch ein lustiges Beispiel: Golffahrer und Opel-Fahrer. Aber okay. Zurück zum Ernst der Sache. Du verstehst, worauf ich hinaus will. Ja. Wir sollten, glaube ich, endlich mal uns darüber klar werden, dass wir alle eins sind. Ja? Und wir sollten uns dringend darüber klar werden, dass wir eine Einheit sind, dass wir zusammengehören und dass wir eigentlich nicht gegeneinander arbeiten dürfen. Ja? Und das ist keine, und vor allem, dass es keinen Sinn macht, gegeneinander zu arbeiten. Ja? Stell dir vor, wir würden tatsächlich erkennen, das will nämlich eigentlich die Mächtigen, die wollen nicht, dass wir das erkennen. Ja? Warum? Ja, wenn wir das erkennen würden, dann hätten die nichts mehr zu sagen. Und dann würden wir auch, wir bräuchten dann ja nicht einmal herzugehen und große Demonstrationen oder Proteste anzuleiern, die sowieso völlig sinnlos wären, weil sie mit Waffengewalt niedergeknüppelt würden. Nein, wir hätten dann zum Beispiel die Möglichkeit, einfach kollektiv zu sagen, macht ihr euer Ding, wir machen ohne euch weiter. Ja. In diesem Sinne, wir sollten endlich mal erkennen, es gibt eigentlich nur einen Weg, der uns weiterführen wird, und das ist die Liebe, die bedingungslose göttliche Liebe. Und lass den Golffahrer Golffahrern und den Opelfahrer Opel, das ist völlig egal. Wir sind alle Menschen und wir haben im Endeffekt eigentlich alle die gleichen Wünsche und Ziele hier, ganz tief in uns drinnen. Ja? Wir wollen Frieden, Liebe. Und in diesem Sinne, arbeite an dir. Tschüss.